Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 18 mit dem SV Meppen und mit Jonas. Hallöchen. Ja, wie ihr vielleicht schon hören könnt, habe ich ein bisschen technisch aufgerüstet. Ich habe es zwar schon in anderen Sendungen gesagt, aber falls ihr nur Meppen-Gucker seid, wie zum Beispiel der gute Christian, dann werdet ihr feststellen, ja, es hat sich was an Mikroqualität getan. Ich muss das noch ein bisschen abtesten, wie das so ist, dann mit Kommentatorenstil. Aber dafür habe ich ja größtenteils hier meine Kommentatoren, die mir das Ganze ein bisschen auffangen sollen, für den Fall, dass es technisch bei mir noch nicht so hinhaut, optimal mit der Lautstärke, mit dem Lautstärkepegel, weil das Mikro jetzt deutlich näher dran ist. Gut, wir waren das letzte Mal stehen geblieben mit dem Beginn der Winterpause und dementsprechend haben wir jetzt auch die ersten, Nachrichten bekommen. Also wir haben einen Spielerverlust, der droht, und zwar der Dennis Geiger. Da hatten wir uns aber gesagt, ich zeige ganz kurz nochmal in der Teamzentrale, dass der Dennis Geiger uns verlassen sollte. Dennis Geiger, das war nämlich der Herr hier mit seinen 33 Jahren und Stärke 55. Ja, also, ne, ist halt nicht mehr viel zu holen. Sag ich mal so, ne? Das macht ja keinen Sinn mehr. Das heißt, er wird den Verein verlassen. Auf jeden Fall, aber das dauert halt noch entweder 7 Monate. Ich denke nicht, dass irgendjemand überhaupt eine Transferablösesumme für ihn jetzt noch zahlen wird. Und wir haben zwei Abschlussberichte bekommen. Und zwar aus den Kommentaren habe ich einen Torhüter bekommen. Nämlich Justin Bielov aus Feyenoord Rotterdam, ja. Der liegt bei einem Marktwert von 1,1 Millionen, Stärke 67, ist durchaus ein sehr talentierter Torhüter, aber zahlungsmäßig deutlich über dem, was wir bislang, also was wir momentan leisten könnten. Dafür müssten wir auf jeden Fall noch einen Verkauf mitnehmen. Also sonst würde das nicht gehen. Die etwas günstige Alternative wäre der Bremer, also genau genommen der Bremen zweite Mann, Luca Plockmann, 17 Jahre alt, Werder Bremen 2, Stärke 57, aktuell müsste man halt hochtrainieren, hat aber auf jeden Fall ein vielversprechend und ja, Marktwert ist auf jeden Fall bezahlbar, also das ist jetzt unter 200.000. Das würde man halt eher hinkriegen. Wir müssen uns desweil, würde ich jetzt sagen, nochmal den anderen Rest des Kaders angucken und stellen da an der Stelle mal eben ganz kurz die Teamzentrale wieder auf. Also Torhüter-mäßig wollen wir jetzt, wie gesagt, was holen. Und wenn wir da was holen, muss einer der Torhüter weg und das wird dann Erik Domaschke sein. Wenn ich denn dürfte. Alles klar, darf ich halt auch mal nicht. Ja. Angebote blocken, Angebote zulassen? Nö. Gut. Okay, das heißt, ich müsste hier den Gies verkaufen, wenn ich denn da was holen wollte. Aber der ist 22 Jahre alt. Das finde ich irgendwie jetzt nicht so tolle. Ja, sonst ja ich, das ist natürlich scheiße, ne? Ja, sonst müssen wir die Torhüterfrage ein bisschen verschieben. Dann bleibt das da erstmal so. Also Stärke 63. Ja, das ist halt nicht optimal. Da müsste den Gies wie nochmal vielleicht 2 Punkte hochbringen. Zumindest auf 65. Aber ja gut, müssen wir erstmal wahrscheinlich so stehen lassen. Also mein Plan, Domaschke zu verkaufen, hat sich damit schon mal erstmal erledigt. Das heißt, die Torhüter-Geschichte müssen wir mal gucken. Entscheiden vielleicht noch spontan. Aber auf jeden Fall wird dann die Geschichte erst nach hinten gerückt. Dann auf der rechten Verteidigerposition haben wir halt noch Senegal, der geliehen ist. Da müssen wir erst im Sommer was tun, sobald Senegal halt zurückgeht zu seinem Verein. Jaskaczewski, der halt erst in 2 Monaten nach dem Schienbeinbruch wieder fit ist. Aber ansonsten, theoretisch passt es da. In der Innenverteidigung haben wir ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute, wovon uns dann am Ende der Geiger verlassen wird. Da würde ich sagen, haben wir 3 über 60 und halt Nuxol als junges Talent in dem Sinne, Gesundheit oder Huster oder was auch immer das war. Danke, Husten. Ja. Als junges Talent, den kann man da also auch so stehen lassen erstmal. Deswegen würde ich da auch erstmal nichts tun. Auf der Linksverteidigerposition sind wir optimal besetzt. Das ist wohl die so ziemlich beste Position, die wir momentan haben mit Frisogic und Holthaus. Im Mittelfeld sieht das jetzt auch nicht so übel aus. Da haben wir halt einmal den Herkes, den Ballmatt, den Leugas aber als ZM und den Gnärlich. Ja, der Gnärlich, sein Vertrag läuft aus, da müssen wir nochmal gucken. Ich weiß nicht, wollten wir da noch was mitmachen mit dem Conor Gnärlich oder wollten wir den eigentlich auch abschieben und durften es nicht? Ich glaube, den wollten wir auch loswerden. Genau, also ich glaube nicht, dass wir ihn trainieren wollten. Genau, ich meine, 50 waren wir, glaube ich, ein bisschen zu kacke gewesen, aber den dürfen wir auch nicht loswerden, von daher bleibt das also auch noch erstmal so, wie es ist. Auf der rechten Seite haben wir dann wieder einen Spieler tatsächlich zu viel, wenn ich mich nicht irre. Ja, müssten wir, ja, genau, ich sehe es wieder, genau. Also wir haben nämlich Kleinsorge, Yao und den guten Mitchell van Bergen. Van Bergen bleibt uns natürlich erhalten auf jeden Fall, da kann kommen, was wolle. Die Sache mit Kleinsorge und Yao ist halt, dass ich ganz gerne den Yao verkaufen will, darf ich aber auch noch nicht. Das ist echt nervig. Wir müssen da vielleicht nochmal gucken. Vielleicht am ersten Tag der Transferperiode, dass ich dann sozusagen als
vollendetes halbes Jahr, dass ich dann das machen darf. Müssen wir mal gucken. Weil kann sein, dass da ein bisschen Bewegung kommt, aber dann habe ich es zumindest schon mal erwähnt, weil Kleinsorge wird jetzt auf jeden Fall erhalten bleiben und auch Van Bergen wird uns erhalten bleiben. Es sei denn, Vorstand sagt da was anderes. Du kannst ja mal ganz kurz die Aktion anzeigen, ob du da mit den anderen schon mal was machen könntest, rein theoretisch. Mit wem? Oder ob das halt generell so ist. Also zeig genau auf Aktion anzeigen, wie du es gerade beim Jao gemacht hast. Ah, okay, bei ihm geht das, okay. Das geht. Das ist halt nur die Leute, die frisch sozusagen gekommen sind in der Saison. Ich vermute, wir müssen bis zum 1.1. warten, dass wir dann handeln können. Ja, ZM ist Deters auf jeden Fall gesetzt. Die haben mich auch extra hochtrainiert, dass er halt den Mann hinter Leugers bilden kann. Das bleibt soweit. Steinherr haben wir auch frisch geholt aus Unterhaching. Bleibt definitiv. Dann im Sturmbereich soll uns ja der, genau, hier wechselt ja auch hier schon, haben wir ja schon festgehabt, der Max Krämer wechselt zu Jewoli Town oder so, Jewoli Town, irgendwie so. Ja, Jemai bleibt jetzt erstmal uns natürlich erhalten, wird trainiert, dass er halt die Rolle des zweiten Stürmers auf Dauer annehmen kann. Und auf der linken Seite haben wir Steiner und Granatowski, die uns auch beide nach Möglichkeit erhalten bleiben sollen. Finanzen, gucken wir nochmal rein. Vertragsmäßig heißt das jetzt unterm Strich, ich scroll mal ganz kurz hoch, dass uns, ja, 1, 2, 3, 4 Spieler die Verträge auslaufen, wovon wir 2 nicht behalten wollen, einen nicht behalten können und einer schon verkauft ist. Okay, das hört sich ja schon mal eigentlich ganz gut an, ja, sehe ich auch. Ganz gut an, ne, genau. Also das heißt, was jetzt, das Einzige, was vakant ist, ist halt, dass Jau noch weg muss, also als Budgetmacher. Gnärlich müsste noch weg, darf ich aber noch nicht. Und es ist halt tatsächlich diese Torwart-Geschichte hier. Also wenn ich Domaschke noch verkaufen kann und darf, das wäre die Torhüter-Position die einzige, die wir neu besetzen müssten. Und ansonsten haben wir nämlich noch eine ganz andere Geschichte offen, um die ich mich ganz gerne jetzt in der Wintertransferperiode auch nochmal kümmern würde. Und das wäre Jugend. Weil da haben wir bislang noch gar nichts getan. Das ist eine gute Idee. Genau, so. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal weiter, ein paar Tage. Haben wir somit beschlossen, dass wir nichts mehr scouten müssen. Wir haben ja theoretisch also für die Torhüter was zusammen. Und ansonsten haben wir jetzt den 1.1. und da wird es mich jetzt nämlich interessieren, was dabei rumkommt. Haben jetzt auch ein paar Nachrichten. Ja. Also, Krämer hat jetzt den Verein verlassen, wie vereinbart. Und wir haben Infos zum Transfermarkt, dass halt das Ding jetzt offen ist. Den drohenden Spielerverlust kann ich eigentlich auch mal wegstreichen. Die Scouting-Berichte lasse ich hier aber nochmal. So, wir haben jetzt 230.000, das heißt, also der Plockmann könnte vielleicht sogar schon jetzt machbar sein, so mit Gehaltsbudget, ja, das wird alles auf Messerschneide wird das jetzt sein, wenn das so bleibt. Wir gucken jetzt nochmal in die Teamzentrale rein, ob das Ganze so passt. Ne, hier dürfen wir nichts machen, ich gucke jetzt die Spieler mal eben kurz durch. Wer war denn das noch? Geiger steht wahrscheinlich schon, ja, läuft schon auf der Liste. Ja, wolltest du noch schauen? Genau, dank dir. Gnärlich, da ist noch der Erste. Ja, Gnärlich auch. Nee. Der nicht und der Jao Oblat, da bin ich schon vorbei. Nee. Darf ich also nichts tun, das heißt, ja, wenn dementsprechend jetzt noch was ist, also wir haben jetzt halt, also jetzt sollte planmäßig keiner verkauft werden. Praktisch gesehen müssen wir halt gucken, wie das um unsere Top-Leute aussieht, wie zum Beispiel ein Benjamin Giert, der schon Angebot bekommen hat, wie um einen Thilo Leugas. Man muss halt gucken, wie das mit denen halt ist, wenn da natürlich Angebote reinkommen. Wir gucken mal nämlich mal ganz kurz nach Marktwert. Ein bisschen hochscrollen und sortieren. Da haben wir nämlich mit, ja, Giert einen, der 850.000 ist jetzt auch nicht so viel. Und Leugas mit 775.000, also so beides im Millionenbereich könnte man dann Transfer tätigen. Ja, es ist alles nicht so optimal, ne? Ja, eben, also es ist jetzt, also man nimmt das Geld dann zwar mit, aber eigentlich haben sie einen zu großen Wert dafür. Ja. Also da müsste halt schon wirklich eine Summe rumkommen, so, weil Holthaus, den haben wir frisch gekauft, den wir sowieso nicht verhökern, und Van Bergen möchte ich nicht verkaufen. Das ist einfach, also der soll uns so lange wie möglich erhalten bleiben, bis der Vorstand sagt, so, ja, der Spieler sagt, er möchte halt eine Freigabe haben, was ich mir halt auch irgendwann vorstellen kann, weil halt irgendwann zu gut ist für ein SO-Mappen. Ja, was ja bei Giert auch zum Beispiel nicht geht, ist ja eigentlich auch inakzeptabel, weil er ist einfach ein zu großer Bestandteil unserer Offensive und unsere Offensive ist ja jetzt nicht ganz so die stärkste. Ach nee, ich meine, 11 Tore sprechen für sich. Klar. Ne? So, da sind wir wieder schuldige für die kleine Unterbrechung. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir hatten ja gesagt hier, 11 Tore sprechen da für sich, deswegen, da kann man eigentlich nicht verkaufen. Das geht nicht. Genau. Wir müssen nochmal die gesamte Offensive halt angucken. Wir haben halt 18 Tore geschossen, 11 davon gehen auf Giert's Konto. Da bleibt ein bisschen wenig für den Rest übrig. Gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt noch ein paar Tage weiter, damit ich gleich noch Möglichkeit 2 Trainingseinheiten hintereinander machen kann.
Jetzt muss ich aber nur gescheit abstoppen. 5, 4, 3, 2, Stopp. Sehr gut. So, jetzt kann ich 2 Trainingseinheiten hintereinander machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder und wir haben auch die erste Mail als Nachricht verpackt oder die ersten paar Mails. Wir haben wieder gefährdete Ziele. Das wird wohl genau das finanzielle Wachstum sein. Wir enden die Saison mit einem Gewinn von 10 Millionen. Hust, hust. Ja. Und ein Transferangebot, und zwar für den Herkes von Aalborg. Ja, das liegt jetzt bei 320.000. 325 hat er Marktwert. Bis zu 350 dürften wir ihn verlangen. Jetzt ist halt die Sache, wollen wir den Herkes verkaufen? Da müssen wir jetzt nochmal reingehen in die Mannschaft. Jetzt halt, ist jetzt die Frage so, weil wir haben jetzt halt Herkes, okay, dann brauchen wir aber Ersatzmann. Was haben wir da denn jetzt? Ersatzmannmäßig haben wir dann nämlich, soweit ich das sehen kann, nur den Gnärlich gerade, beziehungsweise halt Detas, der ja dann Leugers ersetzen könnte, damit Leugers weiter nach hinten rutscht. Aber es fehlt dann halt an einem Ersatzmann. Deswegen sehe ich da irgendwie nicht den Verkaufsbedarf. Du? Nee, also bleibt er bei uns. Sehe ich auch so. Also, Transferzentrale, Aalborg, erhalten Angebote, Dankeschön. Danke fürs Angebot, aber wir können den Spiel momentan nicht verkaufen, da wir ja ersatzmäßig nichts in der Hinterhand haben. Wir gehen noch ein paar Tage weiter. Kann auch sein, dass wir vielleicht direkt wieder ins nächste Training reinrutschen. Würde soweit sein, ich versuche das hier einigermaßen gekonnt abzustoppen, damit ich mir jetzt halt ein bisschen weniger Mühe machen muss als nötig. Ups, okay, das Münsterspiel steht schon dieser Woche an. Das heißt, auf jeden Fall, das heißt, wir gehen jetzt nochmal eben kurz ins Training. Wir sehen uns dann zum Spiel gegen die Preußen sofort wieder. Bis gleich. Gleich. So, da sind wir zurück und ja, jetzt können wir zum Spiel gegen Münster gehen. Ich habe gerade auf dem Tacho mal geschaut. Heute gibt es dann nur ein Spiel gegen Münster wegen Winterpause. Da mussten wir ein bisschen was kurz bequatschen. Und ja, ich denke, ihr werdet einmal mit einer kürzeren Folge überleben können. Detas sagt, was die kommende Partie angeht, möchte er ganz gerne spielen. Das kann ich schon wieder löschen, Er fühlt sich in guter Form und dementsprechend wollte er nicht auf der Bank sitzen. Da sage ich mal, okay, komm. Dann hauen wir dich mal rein, dann kriegt Leugers mal ein Spiel Pause. Sollen wir mal Detas ran. Ansonsten können wir die Aufstellung so lassen. Klein sogar immer ein bisschen unzufrieden, dementsprechend Van Bergen weiterhin erstmal auf links. Gucken wir an, wo steht denn unser Gegner? Preußen-Münster steht tabellarisch, auf Platz 18. Die müssen wir also schlagen. Definitiv. Das heißt, ein Sieg hier wäre optimal, auch noch zu Hause gegen Münster. Da dürfen wir nicht Punkte lassen. Münster am besten in grün, das ist wahrscheinlich besser erkenntlich. So. Und dann kann es losgehen. Ja, dritte Liga ist jetzt für mich ja auch schon wieder ein Weilchen her. Ich hatte jetzt so ein bisschen halbwegs Drehpause gehabt, weil ja, ihr merkt ja, dass Jonas da ist und nicht Toito. Und dementsprechend hat sich da ein bisschen was bei uns verschoben gehabt. Ja. Aber das soll uns nicht stören. Wir gehen rein ins Spiel hier im Emsland-Stadion. SV Meppen gegen Preußen Münster. Ja, und da hat Preußen Münster mit dem ersten Angriff schwer's wieder. Der eine Typ heißt Kobylanski, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, danke. Oh. Ja, da ist Situation, aber dann weniger gefährlich, als was hätte passieren können. Ah, schade. Ja. Das war mal ein Versuch wert. Oh! Münsters verteilt. Ja, schön. Ja, Münster gerät hier ein bisschen. Schöner Fehlpass. Ja, die geraten hier ein bisschen ins Wanken. Es ist erstmal den Ball beruhigen. Wir haben das Ding jetzt. Also macht was draus, Männer. Ach, nicht das. Ja, Münster ist raus auf ja. Dem Flügel. Ah, sehr schön. Aber kann man den Ball für uns erobern? Holthaus auf Weimar, Holthaus. Hast du von Bergen der Hauptvorteil für uns? Gürtz. Kleinsorge, Detas. Detas. Will. Sehr schön, das geht hier gut los, meine Freunde. Detas hier. 1-0. Ah, der,
der wollte den Einsatz haben, hat ihn jetzt ja auch bekommen und dann jetzt über Kleinsorge und oh, Detas macht das dann. Ein bisschen Glück gehabt. Ja. Das Ding ging hier durch die Beine. Und dann noch den Verteidiger von Preußen Münster, ja, genau. Den Mai hat sie erwischt, Körber dann natürlich ohne Chance, Detas mit dem Tor, 14 Minuten durch und das gibt uns natürlich schon erstmal eine komfortable Lage. Ja, komfortabel, das ist natürlich eine Interpretationssache, ja, okay. Aber... Es ist besser als ein Rückstand. Genau. Ball mal, vielleicht ein Ball an Tritz, Wiebe, Bartz, Wiebe wieder. Ja, und da können wir den Ball erobern, Detas. Ja, sehr schön, da haben wir Platz mit Kleinsorge, aber die Verteidiger sind schnell und das könnte jetzt ein Moment. Eine Ecke geben. Entschuldigung, ja, ich muss meiner Schwester immer des Öfteren jetzt hier bei den Hausaufgaben gerade helfen. Sie hat momentan ein recht schwieriges Thema. Gut, okay, wir gehen jetzt natürlich dann dementsprechend in die Ecke rein. Und mal gucken, was daraus werden kann. Van Bergen mit der Ecke. Oh, schade. Ah, schade. Und das Ding geht wahrscheinlich auch noch Seiten aus. Ja, aber immer ein Einwurf für uns. So, Holthaus, Ballmart und Herkes. Kleinsorge. Ah, fast. Ah, schade. Aus und Ecke. Ecke. Nächster Versuch. Oh, auf der Linie. Oh. Das gibt's doch nicht. Oh, ey. Und? Ja, wäre da sicher. Ey, ja, deswegen, die Pfosten musst du besetzt haben, das lohnt sich. Hat hier gerade auch Münster wieder erfahren. Mist, Fehlpass. Also so eine Geschichte, da musst du gucken, dass du die Pfosten immer zu besetzt hast. Ah, shit. So. Einwurf Preußen. Sehr gut dazwischen. Ja, sehr schön, ja. Kleinsorge. Kann ich da schön durchsetzen, der Pass auf Giert. Ah, schade. War schade, der fängt Mai ab. Na, Kobylanski, das ist einer der gefährlichsten Offensivspieler der ganzen Liga, also finde ich zumindest in der dritten, jetzt Real Life-mäßig. Muss man gewaltig aufpassen. Dass wenn der damit Grimaldi zusammenspielt, dass da nichts Böses bei rumkommt. Oh, stark. Ja, schöner Pass auf Kleinsorge, ja. Aber da fehlt einfach die Anspielstation, obwohl... Ui. Ja, darüber haben wir gerade noch gesprochen im Training. Da habe ich in den Flankenmomenten nicht immer so viel Zeit, dass ich da was Vernünftiges draus machen kann. Ah, Senninger wird abgefangen. Und jetzt aufpassen, hinten fehlt es natürlich Senninger auf der Seite. Da muss Herkes jetzt gewaltig Dampf machen. Ich kann jetzt auch keine Bremse ziehen, sonst gibt das Rot. So. Detas, sehr schön. Giert und der Ball kommt sogar vorne an. Ah, und wieder schwerst dazwischen. Ja, aber die kriegen Probleme, die Münsteraner. Ja. Ah, shit, Giert kann das Ding nicht festmachen. Detas. Detas, schade. Ja, der ärgert sich. Verständlich, aber ja, okay, war jetzt auch nicht die optimale Schussposition, ne? Ja. Klar, 6 Schüsse haben wir schon. Die Münsteraner. Münsteraner. Immer noch 0. Das kann sich ja gleich ändern, aber doch nichts, denn Senninger hat den Ball. Ja, und es ist immer wie diese Aktion hier, weil der Menig, der ist zu langsam für unseren Kleinsorge. Der ist zu langsam für den Kleinsorge, aber ich krieg den Ball noch nicht vernünftig reingespielt. Also Jonas weiß Bescheid, Flanken und lange Pässe, da hat Kleinsorge noch so ein paar technische Probleme, ne? Da ist das Rating nicht so optimal.
Gut, okay. Wir gehen jetzt hier also mit einer Einzelführung erstmal in die Halbzeit. Kann man nicht meckern. Würde ich sagen, gehen wir einfach so weiter. Ja, genau. So, Kleinsorge. Mal. Wart. Ah, shit. Münster dazwischen. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Vidovic fehlt da im Fuß. Ein Schritt, wie auch immer. Oh, nein. Nein. Heinrich mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. Und das ist natürlich ärgerlich. Ja, es war in dem Moment schon schwierig zu verteidigen, als Vidovic da den Fuß nicht vernünftig hinbekommen hat. Das war schon wirklich tödlich. Aber dann hat auch Preußen das gut gespielt an dieser Stelle, ne? Überspielen dann mir den Senninger und dann natürlich der Schuss aus dem Winkel, dass der reingeht, ne? Ja, technisch stark gemacht. Da hat Münster die Spieler. Schade, Ausgleichstreffer. Na, zumindest können wir sagen, ach, Mist, wir sind die spielüberlegende Mannschaft gewesen, bis dato. Ja, bis dato, zumindest. Ja, aber auch die Münsteraner hier, erster Schuss, erstes Tor, ne? Na, brutal effektiv. Oh, Holthaus. Ah, schade. Ich hatte gerade gesagt, so, ah, hat sich gegen zwei hier durchgesetzt, aber das war ein bisschen viel des Guten. Freistoß. Meter Distanz. Und 30 Meter drüber. So, da sind wir wieder. Entschuldigung. Ja, wieder eine Hausaufgabengeschichte hier. Lässt sich nun mal nicht ändern. An solche Geschichten, da muss ich leider heute mit arbeiten. Ich hoffe, ihr stört euch nicht zu sehr dran. Ich cutte das ja auch dementsprechend zurecht. War jetzt auch zum Glück keine extrem spielflussunterbrechende Geschichte. Ja, und da wird auch gerade noch ein Transfer oben erwähnt. Joshua Kimmich wechselt nach Mailand. Oh, scheiße. Ballverlust. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Grimaldi. Ja, die ziehen wir mit den Innenverteidigern, ne? Das ist der Puttkammer gerade. Der habe ich mit nach außen ziehen müssen. Das ist gefährlich, weil dann fehlt er mir in der Mitte. Da habe ich nicht die schnellen Leute dafür. Oh. Oh. Durchatmen. Ja. So, Vidovic. Spielaufbau. Ja, Preußen attackiert jetzt früher. Also die machen die Räume enger. Ja. Ist für mich schwieriger jetzt zu bespielen als noch in der ersten Hälfte. Das ist aber mal ein Pass. Der kommt sehr wenigstens an. Ja. Ja, jetzt Herkis, Distanz abgewehrt, Detas. Schade. Körper, Scheibenkleister, ja. 65 Minuten durch. Giert. Van Bergen. Ja. Wieder Giert. Giert. Oh, Van Bergen, nein! Kriegen wir einen Fuß dazwischen. Kubilanski, jetzt aufpassen, kein Konterfang. Oh, Holthaus, fehlt da wieder ein Schritt. Solche Geschichten sind tödlich. Aber gleich auf jeden Fall wechseln, erinnere mich nochmal dran. Ja. Oh, Preußen spielt das jetzt aber auch stark. Jetzt aber. Oh. Und der Ball ist immer noch im Spiel, ne? Das. Oh, vor allem, ich kann das Ding nicht festmachen. Das ist ja unfassbar. Oh, nein, Herkis, doch nicht zum Gegner. Ah, Mensch. Das geht jetzt hier gerade drunter und drüber. Oh, der Torhüter hat das Ding endlich mal. Ja, zum Glück. Das ist ja unfassbar, ey. Mit viel Pech geht das Ding mal immer wieder irgendwie Ping-Pong-mäßig zum Gegner. Das nervt jetzt hier schon wieder. Stellt er sich da dazwischen und jetzt muss Detas aufpassen. Also momentan heißt es erst 1-1 verteidigen, als das 2-1 machen. Oh, Heinrich. Ah, oh, gut, okay. Ah, sehr schöner Pass da. Giert. Jetzt
Also zum einen fehlt da die Anspielstation in der Mitte, zum anderen ist Girt nicht der Flügelspieler. Das ist alles nervig. Rinderknecht. Kobylanski, jetzt mal Holthaus, gibt da mal Gas. Dankeschön. Oh, Detas, was für eine Ballmitnahme. Wie nimmst du denn da den Ball bitte mit? So macht man das nicht. Technisch unsauber. Schade. Spielidee war gut. Und kein Aus seitdem. Ich wechsle heute wohl nicht mehr. Nee, ne? Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Rinderknecht, das muss ich aufpassen. Ich muss die Außenseite da spielerisch irgendwie auch noch dicht halten. So, Kobylanski, Ballmart, hintenrum. 2 Minuten Nachspielzeit gibt's. Ah, schade. Kann Van Bergen nicht festmachen. Ja, V-Spiel. Ja. Ich kann es wechseln. Yay, immerhin, ja. Das machen wir jetzt auch. Was machen wir jetzt? Ja, ich tue einfach nochmal so, als ob das was bringen würde. Und ansonsten lasse ich die Geschichte ausrollen. Ja. Natürlich nochmal jetzt totaler Angriff. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt noch eine Chance kriegen. Sicherlich eine Klicken, nee, nicht. Gar nicht. Na gut, okay, dann doch nicht mehr. 1:1 trennen wir uns hier. Ja, durch eine einzige Aktion da hinten, wo wir einmal ein bisschen Pech haben, wo wir das Gegentor kassieren. Man muss auch sagen, müssen wir jetzt in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten. Ich sah jetzt bei uns aber auch nicht wirklich die Chance, so bis auf vielleicht diese eine Ecke, wo sie am kurzen Pfosten abgewehrt haben, die Chance hier das 2:1 zu machen. Hm. Also ist schon irgendwo ein gerechtes Unentschieden. Aber ist halt wieder Kacke für uns. Es sind wieder keine 3 Punkte. Ja. Noch kurz einen Schluck trinken, Verzeihung. Ja, heißt tabellarisch jetzt für uns, Platz 12 weiterhin, punktgleich mit Hansa Rostock. Ja, ein Punkt bringt uns hier wirklich weiter. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann, Sekunde, Nachricht, das wird wahrscheinlich der Detas sein, ja, der Detas. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder nach, also gleich wieder, Schwachsinn, Alter, Trink hatten wir, die ganze Geschichte hatten wir ja schon. Nee, heute nur eine Folge, ich bin jetzt wieder im Bild. Heute nur ein Spiel, besser gesagt. Aber ach ja, komm, hör auf. mach du die Abmoderation. Oh, nee. Ja, Leute, auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, dann mit besserer Abmoderation. Ja, na, bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit.